So. Das Geräusch, also der Laut zum Springen, ist irgendwie eine andere Stimme, als wenn man aufkommt. Ist irgendwie, ja! Ach nee, wir haben ja erst zwei gehabt. Kacke. Geheimnis 3 von 4. Tonatiuh. Der Zwillingstempel Teokali ist vollendet. Bis in die entferntesten Länder hörte ich Geschichten über das Volk der Tepetl. Geschichten über ihre Maschinen, ihren Wohlstand, ihre Macht. Ich sah Kutschen, die sich selbst lenkten, und Böden, die bloß durch den Befehl eines einzelnen Schalters zur Bewegung getrieben wurden. Sie herrschen, sie beherrschen Zauber. Sie beherrschen Zauber. So, um Gebilde zu bewegen, ohne arbeitende Hände zu benötigen. Zauberei! Ja, und damit ist jetzt wohl auch klar, dass diese komischen Wesen die Tepetl sind. Und jetzt hat sich unten was geöffnet. Right? Hoffe ich mal. Cheerio! Wo kamen wir denn her? Dort geht's lang. Weiter. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Upsi. Wir gehen mal hier seitlich hoch. Hui, ein kleines Labyrinth. Klick. Oh. Interessant. Das ist aber ein One-Way-Ticket. Ich schaue erstmal auf die andere Seite. Höp. Denn wir können The Ball ja immer noch hier durchlotsen. Auch wenn es noch nichts bringt. Glaube ich, ne? Nein, 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 nein! Ach, verdammt! Scheiße! Verschwinde, Ball! Du hast meinen Tod besiegelt! Wie konntest du nur? Böser Ball! Böser Ball! Böser Ball! Hopp! Jetzt wurde dieses Spiel ganz plötzlich zu einem Plattformer. Hopp! 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 Und die Tür ist auf. Und? Was sehen wir dort? Ah, da ist... Oh, okay. Wir müssen irgendwie zurück. So, schön und gut. Sprung. Den haben wir ja jetzt bereits betätigt. Ich überlege gerade noch, wie man das am besten macht. Immer ein bisschen ziehen. Dann ist er exzellent dort. Und dort bleibt er erstmal liegen. Sehr schön. So. Machen wir nochmal das Plattformer-Spielchen. Auch wenn das sehr unnötig war eigentlich. Und Schalter gedrückt. Bereich abgeschlossen. Tod dennoch möglich. Springen wir, springen wir. Ach je. Oh nein. Wie hole ich denn die Kugel jetzt mit? Meine Güte, eine heiße Angelegenheit ist das hier. So. Dann hole ich die Kugel halt hier rum. Und dann gehe ich schon mal meines Weges. Und lotse sie zu mir. Eine tolle Spielkugel. So. Rum.
dort einmal rein. So, hätten wir das auch erledigt. Und ab in den nächsten Bereich. Wow, wow, wow. Du hast sie wohl nicht alle. Wow. Meine Güte. Das wäre ja fast nach hinten losgegangen. Hallo. Wie geht's dir da oben? Du bist doch einer der Tepetl, ne? Wie geht's dir da oben? Magst du es nicht, dass ich hier deine komische Portal-Gun für Arme habe? Naja, das, darüber kann man immer noch reden, nicht wahr? Yes. Die sehen interessant aus. Also zumindest der. Und der Stab von ihm ist... Hii! Fuck you! Puh! Oh mein Gott, der ist schon 2 Kilometer unter mir. Le Water. Le Fischis. Na. Zum Glück haben wir hier noch ein bisschen Luft übrig. Und dann dürfen wir den Schalter jetzt betätigen. Nein, ein Geheimnis fehlt. Grausam ist die Welt. Ach so, das war nur das Licht, was von der Ball ausging. Nein, jetzt hängen wir hier unten drin und wissen nicht, was das vierte Geheimnis war. Aber wir werden immer besser. Ja, ja. Oh, 43 Minuten. 10 Affen haben wir getötet und wir sind 3-mal gestorben. Ja, einmal wegen Dummheit und 2-mal, weil ich nicht schnell genug geschaltet habe. Ja, jetzt haben wir hier keine Luft. Teotl 1. Oh mein Gott, okay, wir ziehen dich. Das hat ja gar keinen Zweck, unter Wasser dich zu schubsen. Luft. Endlich wieder Luft. Nach. Mit ihrer Führung bauten die Menschen die Städte Teotels. Tief im Innern des gewaltsamen Berges, sicher vor der Wut der Hölle. Bis die Wächter die Plage brachten und die Menschheit zurück ins Licht floh, auf das die Schrecken für immer begraben blieben. Niemals dürfen sie entkommen. Niemals! Sie müssen gefangen bleiben. Teotl. Dies ist die Stadt Teotl. Haben die Tolteken, / Azteken, unter der Führung der Tepetl erbauen lassen. Das heißt, früher gab es Harmonie zwischen beiden Völkern. Blub, 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 blub. Und jetzt kann mein Ball auch wieder zu mir kommen. Oh, braucht der lange unter Wasser. Hui. So, ich schaue mich hier gerade mal schon mal ein bisschen um. Ich denke mal, unter Wasser finde ich keine Geheimnisse. Und hier sind auch Vögel. Vogel! Das erinnert mich an Bambi, weil heute lief Bambi im Fernsehen. Ja, hier haben ein paar Leute Schach gespielt oder so. Nein, natürlich nicht. Was diese Zeichen zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Aber die Stadt ist auch noch verdammt gut erhalten. Ja, außer dass die Dorfbewohner wohl nicht so gut erhalten sind. Oh, das ist schön. Schönes Dorfzentrum. So. Oh nein, das sieht schon so aus, als wie so eine kleine Arena. Schauen wir uns erstmal um. Oh, hier, mein Gott, die wurden hier echt abgeschlachtet.
Aber die Spanier waren doch nicht hier unten. Oder etwa doch? Meine Güte, nichts mehr übrig. Die Zeichen an den Wänden. Heißt so viel wie Marktstand. Heute Suppe zum halben Preis. Yeah. Mega geil. Feuer. Ja, ich kann mir das eigentlich schon richtig geil vorstellen, dass hier so die Marktstände stehen. Ja, hier so ein... Ich meine, das ist hier so ein Dorfzentrum. Das könnte gut als Marktplatz gedient haben. Oh, Ball! Der will mich verarschen. Danke dir. Jede Kooperation ist nützlich. Erst habe ich das ausgefahren und jetzt halb wieder eingefahren und jetzt soll ich das kaputt machen? Mann, das ist doch doof. Ich mochte das. Ah! Ich bin eingesperrt. Wie gemein. Aua. Let me go, let me go, let me go. Let me go, let me go, let me go. Let me go, let me go, let me go. Eieiei, das wird knapp. Das war gut, das war gut. Ah, da fahren wir nochmal darüber. Nein, nicht sterben, Volo. Oh, das ist eine gute Idee. Erst wegspringen. Wow. Das ist ja mal mega effektiv. Aber irgendwie... Ach so, das geht jetzt erst auf. Dann dürfen wir hier raus. Kratz, kratz, kratz. Bitte? Ja. Super. Oh mein Gott. Die Stadt Teotl. So, dann dürfen wir auch hier rüber mit unserer überdimensionierten Kugel. Ach Gott. Wenn man damit Fußball oder Handball spielen will, ist man aber, naja, recht schlecht dran. Ah! Wobei mich diese Kugel gerade auch an Super Bowl erinnert oder so eine Sportart, die irgendwie so ähnlich hieß. Ah! Geil, Checkpoint, Heilung, super. Aber nach dem Kampf war das auch nötig. Oh, hallo. Arschloch, da muss ich doch dran. Oh. Dann fällst du runter. Dann berühre ich das. Dann geht das wieder hoch. Dann gehen wir auf die andere Seite. Weil dort gibt es bestimmt auch sowas, ne? Ja, danke. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, und jetzt schauen wir, was oben ist. Noch eins. Ja, gleiches Schema X. So. Und wow, geht das hier runter. Und ich werde gerade eingesperrt und... Mich würde ja mal sehr interessieren, was da unten ist, weil hier ist noch... Da ist noch ein Weg. Verdammt. Ich will wissen. Want to know. Ich versuche... Na, soll ich da